starten wir gleich durch. Und ich möchte damit beginnen, ich weiß nicht, wer die GoToMax kennt, zwei Worte dazu. Wir sind seit knapp 20 Jahren am Markt und kümmern uns eigentlich um PDFs. Das hat erstmal mit Payment überhaupt nichts zu tun, sondern ja, wie werden gedruckte Belege in PDF gewandelt? Das ist unsere Stärke. Da haben wir ein Produkt auf dem Markt, nennt sich PDF-Mailer. Ist eine werbegesponserte, kostenfreie Software und im Businessbereich, im Unternehmensbereich wird ja auch verkauft. Und mittlerweile haben wir ca. 18.000 Firmenkunden, die mit den Produkten arbeiten. Oft wissen es die Anwender gar nicht, dass sie mit unserem Produkt arbeiten, weil es einfach kleine Tools sind, kleine Produkte, die aber das Leben sehr angenehm machen. Über die Jahre hinweg sind weitere Ergänzungen dazugekommen, wie das PDF-Payment, da gehen wir gleich drauf ein, oder den Bereich PDF-Rechnung, also sprich die Auswertung von Datenströmen hinterlegt, hinter einem PDF, um dann in einem anderen Zielsystem eingelesen werden zu können. Das machen wir zum Beispiel, um SAP mit Navision zu verknüpfen, um Büroware mit Sage zu verknüpfen. Also sprich, wir sorgen dafür, dass beleglos Daten von A nach B kommen. Alles mit einem kleinen Druckertreiber, der, sage ich mal, ohne großen Projektaufwand installiert werden kann. So, heute geht es ja um ein ganz bestimmtes Projekt, und zwar um die Firma Sunny Cars, das ist ein Autovermieter, vielleicht nicht so ganz bekannt wie die großen, aber immerhin an 8000 Mietstationen können dort Fahrzeuge gebucht werden, also sprich auf Mallorca, in Wien, in Frankfurt und praktisch jedem Auto, an jedem Reiseziel. Die Firma vermietet ausschließlich online und das machen sie auch sehr schön, also sprich die Plattform ist top zum Buchen, wer das mal ausprobieren möchte, also bitte auch mal vielleicht Sunny Cars als Vermieter ins Auge fassen. Also es ist sehr leicht, der Buchungsprozess, die Firma Sunny Cars ist von daher sehr internetaffin. Und, aber nicht alle Prozesse waren eigentlich perfekt abgebildet. Der Buchungsprozess, Zahlprozess im ersten Schritt, ja. Aber es gibt doch ein paar Punkte, die nicht so optimal gelöst sind. Ups. Nochmal zurück, also hier 80 Mitarbeiter, seit 1991 auf dem Markt, gehört zu den größten Anbietern und sind in 120 Ländern aktiv. Jetzt mal die Ausgangslage. Also die Zahlung der Buchung erfolgt wirklich ausschließlich über die Webseite, über das Portal. Dort kann ich mir den Verfügungszeitraum raussuchen, ich kann mir die Mietwagenklasse raussuchen, ich kann mir diverse Pakete wie Versicherung, Expresspaket, kann ich mir alles zusammenbuchen und habe dann einen Top-Prozess und dann funktioniert auch wirklich alles. Der Kunde ist zufrieden, Sunny Cars ist zufrieden. Also sehr einfach, ja, jetzt passiert es, es ist halt doch nicht alles online, der Kunde sagt, zwei Tage vor Reiseantritt, ich möchte den Mietwagen länger haben, zwei Tage. Gut, wie funktioniert das? Er ruft an, er schickt eine E-Mail, er versucht irgendwo eine Buchungsänderung durchzuführen. Sunny Cars ist ein sehr freundliches Unternehmen, also wenn man dort anruft, dann bekommt man sofort Hilfe, die versuchen jeden Wunsch zu erfüllen. Nur mit der Bezahlung dieser, sag ich mal, nach der Buchung stattfindenden Sonderwünsche, das war ein bisschen schwierig und dafür wurde eine Lösung gesucht. Das gleiche gilt auch für die Aufbuchung von der Fahrzeugklasse oder von diversen Änderungen. Das muss oft auch besprochen werden, da gibt es keinen digitalisierten Prozess. Und da lagen auch die Schwierigkeiten. Die Idee, die Firma Sunny Cars ist schon seit längerem Kunde von uns, setzt den PDF-Mailer ein. Und wir haben gesagt, dann probiert es mit unserem PDF-Payment. Also wenn der Kunde mit euch telefoniert, macht die Buchungsänderung, schickt ihm die Rechnung, die Auftragsbestätigung einfach zu. Und durch Anklicken der Zahlbestätigung findet wieder ein digitaler Zahlprozess statt, wie es der Kunde auf dem Portal einfach kennt. Ja, die Leute wollen ja mit PayPal oder Kreditkarte oder was auch immer bezahlen.
und dass der Kunde wieder, der Anwender wieder in diesen Prozess reinkommt, deswegen BDF Payment. Ja. Gucken wir uns gleich ein Filmchen dazu an auch noch und sehen Sie das. Schön dabei ist, dass natürlich alle Informationen mitgeliefert werden und der Kunde, der Mietwagennutzer auch keinen händischen Eingabeprozess mehr hat. So, natürlich wie bei jedem Anwender ist es so, das Ganze soll ja am besten morgen funktionieren, soll keinerlei Aufwand bedeuten, jeder muss sich gleich auskennen und es muss perfekt genutzt werden, das ist das Wichtigste. Also sprich, waren die formulierten Wünsche eine nahtlose Integration, einfache technische Umsetzung, geringe Projektkosten und so weiter. Ja, und was ist passiert? Also wir haben eine ganz schnelle Akzeptanz, war überhaupt kein Projekt. Es war eigentlich in wenigen Stunden installiert, geschult, alles an einem Tag. Und die Firma Sanicas ist begeistert, weil die Conversion Rate ist natürlich riesig. Die Leute, die anrufen, die haben einen konkreten Wunsch. Es ging ja nur darum, wie wird das Ganze bezahlt. Der Service wurde nach Aussagen von Sanicas deutlich verbessert, ohne wirkliche Dinge im Unternehmen ändern zu müssen. Und jetzt gucken wir uns einfach nochmal den Prozess an, wie das benutzt werden kann. Also machen wir mal auf. Und wie funktioniert das hier mit der Maus? Sekunde. Und danach können Sie jede Frage loswerden. Möglichkeiten, eine Rechnung zu bezahlen, kennen Sie einige. Meistens werden Rechnungen per Banküberweisung beglichen. Lastschriften und Schecks sind weitere Zahlmöglichkeiten. Aus Ihren Einkäufen im Internet kennen Sie alle neue Bezahlformen, die immer beliebter werden. Beispielsweise PayPal, Sofortüberweisung oder auch Zahlungen per Kreditkarte. Damit diese beliebten Bezahlmöglichkeiten auch in jeder Rechnung verwendet werden können, haben wir PDF Payment entwickelt. PDF Payment ermöglicht das Bezahlen aus PDF-Rechnungen heraus, die Sie in einer Warenwirtschafts- oder Textverarbeitungssoftware erstellen und per E-Mail versenden. PDF Payment ist die bequeme Art, aus einer PDF-Datei heraus. Also, wir brechen es mal hier ab, weil ohne Bild ist es natürlich schlecht. Vielleicht gerade mal fertig. Wir testen es nochmal, ja. Also, wir können besser PDF-Druckertreiber installieren, als ein Video zum Laufen zu bringen. Deswegen nochmal kurz abchecken. Das ist einfach ein anderes Bild wie hier. Okay, dann lassen wir es mal bleiben an der Stelle. Leider kein Video, ich bin ja auch nicht drauf. Haben Sie denn Fragen hierzu? Fragen aus dem Publikum? Gibt es Fragen aus der Jury? Nicht. Einfach verständlich, ja. Vielleicht habe ich dann eine Frage, weil Sie haben es mir vorhin erklärt und es ist so, wenn Sie diesen Wagen da bestellen und verlängern wollen, dann bekommt der Kunde quasi, es ist ein Zahlschein oder kriegt Sie ein Stück vom Shop und er kann das sofort oder er bekommt eine sehr ordentliche PDF im Firmen-CI von der Firma Sanicas. Da ist ein Zahlschein angehängt, ein virtueller, auf den kann ich klicken, mit der Zahlungsmethode, die ich mir wünsche, PayPal, Kreditkarte, die Daten werden automatisch übergeben. Dann kann der Kunde seinen Zahlprozess, den er gewohnt ist, durchführen. Ist eigentlich sehr unkompliziert, aber es hat gefehlt und verbessert die Prozesse. Vielen Dank, Herr Dietz. Vielen Dank.